Genau. Das heißt, vielleicht ist seine Wohnstätte schon längst leergefegt. Und na, okay. Um die Sache mal ein bisschen voranzutreiben, es gibt ja dementsprechend auch normales Soldatenvolk, das mit den Rittern mitgezogen ist. Ja, also es gibt die richtigen Tempelritter mit ihrem weißen, wie mit ihrer, mit dem weißen Umhang und dem roten Kreuz. Das sind die richtigen Templer. Und dann gibt es ja generisches Soldvolk, was einfach mitkommt, damit sie ja Erlösung ihrer Sünden oder Hauptsache sie nehmen sowas wie einen goldenen Kelch oder Kreuz mit oder sowas. Genau, das Wo heißt aber. sind denn die Vertriebenen? Sind die auch alle auf Galata? Ja, die haben sich so ein bisschen verteilt, sag ich mal. Je nachdem, wie gut es denen auch ging, haben die sich entweder nach Galata zurückgezogen oder in eine der Zeltstätten, weil wenn man dann vertrieben wird, kann man vielleicht nur bedingt Dinge mitnehmen und sich dann da arrangieren. Dann möchte ich eigentlich ganz gerne mich unter die Vertriebenen mischen, um einige Erkundigungen einzuziehen. Zum Beispiel unter anderem, ob jemand diesen Christos Balarakis kennt oder wenn, dann vielleicht auch, wo sein Laden ist in Konstantinopel. Das gleiche hätte ich, sozusagen mit dem Fußvolk vor. Vielleicht ist genau das richtig, wenn wir jetzt sagen, wir gucken mal, ob wir uns indirekt aufteilen, kurz Informationen einholen, was wir können. Zum Beispiel jetzt Spinello zu den Tempelrittern, Piaggio zu den Händlern, die gibt es hier immer noch. Hier gibt es hundertprozentig auch Schmiede. Du hast Ritter, du hast Rüstung, du hast Waffen, also die müssen immer mal wieder repariert werden. Da hätte man eine Möglichkeit, auf jeden Fall 4 Leute loszuschicken in 4 verschiedene Gegenden und Informationen zu suchen. Ja, hört sich gut an. Gut, dann seid ihr wie gesagt jetzt von dem Schiff hinunter, habt euch ein bisschen Orientierung verschafft, seid durch die Gassen gestromert und habt dann mal nach jemandem gefragt, der euch so einen groben Überblick über die Stadt verschaffen kann. Seid ihr jetzt ungefähr ja 2, 3 Stunden herumgezogen und nach und nach hat sich dann jemand bereit erklärt, euch so eine kleine Karte in den Sand zu zeichnen, damit ihr jetzt diesen Überblick bekommt. Ja, so, und das ist jetzt die aktuelle Situation von der Stadt. Wie wollt ihr da jetzt rein oder warum fragt ihr da so genau nach? Wollt ihr das angreifen? Ja, es geht einfach nur darum, wir sind ja erst vom Schiff hier runtergekommen. Wir wollten uns eigentlich nur mal hören, was hier überhaupt los ist. Ja, also, ich sag mal so, wir sind hier gestrandet, wir kommen hier nicht mehr weg und naja. Wir können jetzt auch nicht einfach wieder umdrehen und naja, wir sind komplett pleite, seitdem uns die Schiffer das Geld aus der Tasche gezogen haben. Das konnten wir nicht bezahlen. Und dementsprechend angespannt ist das. Und naja, dann gab es wohl irgendwie drin einen Putsch und die haben aus irgendwelchem Grund die Latiner dann, wie gesagt, rausgejagt. Und jetzt ist das hier wie in einem. Naja, wir sitzen auf dem Pulverfass, sag ich mal. Anfang des Jahres, also vor, ich sag mal, 2 Monaten, haben die Byzantiner sogar einen Ausfall gewagt. Und die haben unsere Flotte angegriffen. Und die Schiffe haben dann auch angefangen zu feuern. Die haben griechisches Feuer dabei und damit haben sie uns dann das Letzte genommen, was wir noch hatten. Und ich glaube nicht, dass die Führung das noch so lange mitmacht. Ich glaube, wir werden demnächst einen richtigen Ausfall starten, damit das endlich ein Ende hat. Ja, und seit einiger Zeit testen wir dann die Schwachstellen. Das heißt, so ungefähr einmal am Tag versuchen wir es an verschiedenen Stellen zu verschiedenen Zeiten und machen so ein bisschen Trubel. Sorgen dann für ein bisschen, ja, damit wir auch unsere Aggression abbauen und so. Machen eine ganze Menge von uns Wer mit. redet da jetzt gerade mit wem? Das ist ein Söldner, der euch dann die Stadt erklärt hat, weil der hat gerade nichts zu tun, ist wohl auch einer aus Venedig und den hattet ihr dann nach kurzem Herumfragen, hattet ihr den gefunden. Ich glaube, wir lassen einfach mal den Namen von demjenigen, den wir suchen, fallen, ob er von dem schon mal was gehört hat. Soll ein Mönch gewesen sein. Mönch? Nee, ich war selber noch nie in der Stadt. Da müsstet ihr dann die Lateiner, wie gesagt, fragen, die rausgelaufen sind. Die kennen den vielleicht. Weiß ich nicht genau. Dank dir auf jeden Fall. Ey, du bist auch einer, oder? Ja. Komm mal her. Ja.
Was kann ich für euch tun? Wie sieht der Typ aus, den er hergerufen hat? Definitiv Hautfarbe wie ihr. Er wirkt sehr entkräftet, eingeschüchtert. Es ist wohl ein ziemlicher Hänfling, möchte man sagen. Auf gar keinen Fall ein Soldat. Mein Sohn, bist du aus Konstantinopel? Ja, Bruder. Sag, wie lange hast du in der Stadt gewohnt? Etwa 20 Jahre. Ich habe vor 22 Jahren bin ich hierher gekommen. Ich habe einen kleinen Stand gehabt. An dem Bazar. Bis ihr mich vertrieben habt. Bazar. Dann kennst du doch sicherlich auch andere Händler der Stadt, nicht wahr? Na, die Stadt ist groß, mein Herr. Ich glaube, mehrere hunderttausend Menschen. Aber wen sucht ihr denn? Nun, wir sind auf der Suche nach einem Buchhändler. Das schränkt die Liste natürlich etwas ein. Sein Name ist Christos. Christos Balarakis. Ja. Sagt er dir was? Den kenne ich sogar. Ziemlich bekannt. Der sitzt beim Konstantin-Forum, beim Millionenbogen sitzt er. Der hat da ein kleines Geschäft. Spezialitäten, so etwas ältere Bücher, sag ich mal. Kauft auch viele an. Hauptsache, sie sind alt. Und ist Christos auch geflohen? Weißt du das zufällig? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, er ist ein Grieche. Ich glaube, er musste nicht fliehen. Also, wenn ihr ihn besuchen wollt, dann müsstet ihr in die Stadt rein. Wenn ihr nach ihm fragt und mal am Millionenbogen nach ihm fragt, dann werdet ihr ihn auf alle Fälle finden. Er ist, wie gesagt, ziemlich bekannt. Nicht unbedingt beliebt, aber man kennt ihn. Was heißt nicht beliebt? Kennst du denn eine Möglichkeit, um in die Stadt zu gelangen? Nein, mein Herr. Bruder, ich... Also, natürlich könnte man über die verschiedenen Tore versuchen, aber naja, man wird ja auch erkannt. Da hast du wohl recht, mein Sohn. Ich danke dir für deine Auskunft. Gerne. Gott sei mit dir. Danke. Und mit euch. Er hustet so ein bisschen und kannst sehen, wie er wohl Blut in seiner Hand hat. Lass ihm mal eine Münze entgegenkommen. Das ist sehr großzügig, mein Herr. Ihr seid wohl ein edler Ritter. Verzieh dich und steck mich nicht an. Ich stupse den Ordensritter mal an. Ja? Tancredi, ich bin nicht sehr bewandert in Kriegskunst. Doch was ich vorhin vernommen habe, dass täglich kleinere Angriffe gestartet werden, führt dies nicht dazu, dass der Feind in gewissen Grenzen abgelenkt wird? Nun, auf diesen Gedanken bin ich auch schon gekommen. Vielleicht könnten wir tatsächlich so eine Gelegenheit nutzen, um an einer schlecht bewachten Stelle durchzuschlüpfen. Vielleicht sollten wir dazu mit den Befehlshabern der Kreuzritterarmeen sprechen, um mehr dazu herauszufinden. Ich kann das gern übernehmen. Ist euch klar, sage ich dann, wie hoch die Mauern sind? Glaubt ihr, ihr kommt da einfach Nun, hoch? Ich würde dann ohnehin durch ein Stadttor gehen, aber denkt ihr nicht, dass die Wachen nun uns leichter durchschlüpfen lassen, wenn gerade an anderer Stelle Not am Mann ist? Die Stadt ist belagert, vergesst.
Die Stadttore sind zu. Nun, aber trotzdem gehen täglich hunderte von Menschen ein und aus. Sie ist nicht hermetisch abgeriegelt. Man kommt von außen noch rein, man muss nur das richtige Gesicht haben. Ist das so, Frosty? Ja, das müsste man jetzt nochmal in Erfahrung bringen. Also ich habe euch jetzt die ganz allgemeine Lage, habe ich euch so geschildert. Genau. Und wenn ihr... Weil jetzt ist wirklich die Frage, sitzen die christlichen Truppen wirklich nur oben in Perra und haben also auf der linken Seite an diesen ganzen Toren überhaupt keine Truppen stationiert, weil das würde ja überhaupt nichts bringen? Nein, es ist eh außerhalb von... Es gibt hier auch Truppen. Also das ist jetzt... Genau. Ich zeichne einfach gerade mal die Grenze ein. Die sitzen natürlich ja, nicht in Pfeilschussreichweite mit ihren Zelten, sondern haben da einen großzügigen Ring gebildet. Das ist klar. Das und ja, so wirkliches Heer ist das nicht, aber da werden auf alle Fälle alle Händler, die dann aus dem Westen kommen wollen, die werden dann abgefangen. Siehe auf dem ganz linken Bild, ne? Da ist ja ganz unten, siehst du die Zeltstadt. Oh, genau. Aber wir können davon ausgehen, dass zum Beispiel das Goldene Tor bis hoch nach Norden, bis zum Hebdomus-Palast da oben, da sind auf den Toren überall Wachen postiert und es ist nicht so, dass da wirklich täglich normale Leute rein und rausgehen, als würden sie auf ihre Felder gehen. Na, ich weiß nur, also ich weiß es jetzt nicht von dem, aber ich weiß es von Jerusalem, da haben während den Belagerungen noch immer Pilger ein- und ausgehen können, weil man gesagt hat, es ist noch immer möglich, quasi die heilige Stadt zu sehen. Also das war die heilige kann ich Stadt. Mir vorstellen, dass es hier genauso ist. Könnte es versuchen. Das ist natürlich dann auch braucht man eine gute Ausrede, warum man denn draußen war. Und warum man mit jetzt 4 Leuten in die Stadt hinein will, ob man zum Heer gehört. Die wollen jetzt natürlich keine Spione in ihrer Stadt haben. Ne? Da braucht man eine gute Ausrede, aber also hier, im Norden geht das nicht, aber im Westen könnte man das versuchen. Und das nächste ist natürlich, dass die hier eine ganz andere Sprache sprechen als wir. Kann jemand von uns Arabisch? Das ist die Antwort. Rechnen schon. Woher weißt du dann, Bruder Gregorio, woher wisst ihr dann, was die arabischen Bücher sind? Lest ihr die Dinge von rechts nach links und wisst dann, dass es arabische Schrift ist? Die Schriftzeiten erkenne ich wohl. Nun, dazu hätte es euch nicht bedurft. Das hätte ich auch noch geschafft. Nur mal so für unseren Kreuzritter. Du siehst, wie ich anerkennend die Augenbrauen hebe. Ich dachte, ihr könnt die arabische Sprache. Und wieder einmal hat die Kirche eine Lüge aufgetischt. Ich bin enttäuscht. Siehste, ich bring dich noch auf den rechten Pfad, mein Freund. Na, also, okay. Wie handelt es sich denn, oder sieht es mit dem Seeweg aus, wenn dort die Schiffe der... Stimmt, das wäre auch eine gute Idee. Wenn wir ein Fischerboot quasi an uns bringen könnten... und dann über dieses und den Hafen in die Stadt hineingelangen, wenn das offensichtlich etwas sehr Alltägliches ist, dass die Fischer da ein- und ausfahren. Also, ein richtiges Schiff haben wir, wie gesagt, seit dem Angriff nicht mehr und euer Schiff ist ja wohl auch wieder abgefahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Na, aber also ich meine, so ein Fischerboot. So ein kleines Fischerboot, meinst du? Ja. Das kann man bestimmt doch auftreiben. Das sollte doch möglich sein, ne? Haben wir zumindest bisher noch nicht gedacht, weil... Naja, wir wollen Angriffe führen. Wir wollen keine feige Spione in die Stadt schicken. Was sollen uns 4 Mann nutzen? Die Tore kriegen damit nicht aufgebrochen. Die sind zu schwer bewacht. Aber ein einzelnes Fischerboot, das könnte vielleicht funktionieren. Solange nicht mit fünf Fischerbooten auf einmal aus unserer Richtung fährt. Nun, wir haben ja bei der Einfahrt in den Hafen, haben wir... ja, einige von diesen Fischerbooten gesehen. Das ist schon so, dass da mehr als ein Fischer drauf sitzen kann. Also da können auch 2 oder 3 Leute drauf sitzen, ne, auf so einem Ding. Ja, je nach Größe wäre das möglich. Das ist ein harter Job und wenn die da den ganzen Tag draußen sind oder früh morgens losfahren, bis irgendwie mittags, da können dann auch 2, 3, vielleicht sogar 4 Leute drauf. Gut, ja, also das können wir mal als realistische Option im Hinterkopf behalten, aber wahrscheinlich wäre es vernünftig, vorher noch etwas mehr über die Stadt und den Christus
Balerakis herauszufinden oder vielleicht auch schon über den Andronikos. Dann geht halt mal in das Lager der Lateiner. Die sind ja hier auch. Er hat ja explizit gesagt, die Stadt oder hier Galata ist aufgeteilt in verschiedene, ja, nennen wir es mal Bezirke. Und die Lateiner, die aus der Stadt selber rausgeschmissen worden sind, haben sich hier drinnen versammelt. Also vermute ich mal, werden sich wahrscheinlich auch Leute, die sich kennen oder aus den gleichen Vierteln kommen, wahrscheinlich hier auch gleiche Unterkünfte teilen oder versuchen wenigstens zu teilen, weil so würde ich sie wenigstens machen, aber gut. Also mit ein bisschen herumfragen, würdet ihr dann auch ja, so ein kleines Viertel finden, wo dann die Herausgeworfenen drin sitzen, wenn ihr mit entsprechend wolltet. Was ist denn die üblichste Sprache in Konstantinopel? Griechisch? Ja, also normalerweise, das ist das Byzantische Reich, da kann man ja, Byzanz sprechen, man kann Griechisch sprechen, das sind so die üblichen, es geht aber auch mit Latein in der richtigen Sprache, es geht mit Französisch in der richtigen Sprache, du kannst auch Sarazenisch, also Arabisch dann versuchen, okay. Gerade die Händler werden irgendwie alles zusammenklamüsert bekommen. Ja, was denn die Handelssprache? Ist doch Arabisch. Byzanz, also Türkisch, Byzanz, sag ich jetzt einfach mal. Sprache, ja. Weil das ist nicht Arabien hier, das ist ein eigenes Imperium, Byzanz. Also wenn, das hätte damit wenn nichts die, zu tun. Wenn die griechische Bevölkerung noch in der Stadt ist, dann sollte unser Erscheinungsbild doch sicherlich nicht das größte Problem sein. Genau, das sehe ich auch so. Das hat er schon gesagt, richtig. Weil von der Optik her sind wir Südländer. Genau. Das stimmt. Das stimmt. So, ja. Das heißt, verraten könnten wir uns bestenfalls durch unsere Kleidung. Die kann man ändern. Aber die Sprache. Oder die Sprache. Genau. Ich nehme nicht an, dass wir eine gemeinsame Zweitsprache hätten, oder? Spricht jemand von euch Französisch? Nein. Ich spreche Italienisch und bin froh, wenn ich die richtig rauskriege. Wenn wir uns in Latein unterhalten würden, wäre das auch etwas auffällig. Ja, dann müssen wir wohl schweigsam sein, während wir in der Stadt sind. Ginge es, stoppe mal, ginge es, Vater Grigori. Ich habe mal gehört, es gibt Orden, die sich dem Schweigen verpflichtet haben. Ein Schweigegelübde abgelegt haben. Könnten wir das als... Das ist wohl wahr, mein Sohn. Könnten wir als Wandermönche durchgehen? Ja, aber dann würden wir wieder als Christen identifizierbar sein. Das bedeutet aber nicht, dass wir gleich rausgeschmissen werden. Es ist eine christliche Stadt. Ihr vergesst das. Konstantinopel ist christlich. Konstantinopel ist christlich. Das sind keine Araber oder sowas. Das ist immer noch der Nachkomme des Oströmischen Reiches. Das ist christlich. Und das heißt okay. Nicht, dass sie Christen rauswerfen. Sie werfen Lateiner raus. Okay. Das heißt, wir müssten uns als... Ein Orden ausgeben oder als Wandermönche ausgeben, die ein Schweigegelübde abgelegt haben. Ob das natürlich eine Möglichkeit ist, durch die Tore zu kommen, das weiß ich nicht. Aber das wäre eine Möglichkeit zu sagen, wir kommen in die Stadt rein, ohne vielleicht was zu sagen. Und wenn wir nicht als Gefahr sehen werden, kann das Schlimmste, was uns passieren, dass wir abgewiesen werden. Genau. Da habt ihr recht. Damit blicke ich auf die auf die großen Schwerter, die beiden Kämpfer dabei haben. Die werden wir vermutlich nicht. Ja gut, Streitkolben bei dir. Mein Streitkolben. Die werden wir vermutlich nicht mitnehmen können. Nein, aber der Streitkolben fällt unter der Kutte nicht auf. Und wenn nicht, dann sowas kann ich mir in der Stadt auch besorgen. Das ist kein Problem. Gab es nicht auch Schmiede bei Mönchen? Bei was? Bei? Ja, aber die haben wahrscheinlich auch keine Waffen hergestellt, oder? Nein. Also könnte ich die nicht mit meinem Esel reinschmuggeln. Ja, aber es gibt doch, glaube ich, das kannst du schon machen. Natürlich könntest du die theoretisch gesehen reinschmuggeln, weiß ich. Wenn du sagst, du haust Heu hinten drauf und sie durchsuchen es nicht. Naja, wenn ich aber sage, ich bin Schmied und ich will das verkaufen. Ich meine, mein Esel bietet jetzt keine Versteckmöglichkeiten. Ja gut, wenn wir Weidenkörbe oder sowas draufstellen oder sowas. Ah, nee, aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja.
Aber ganz ehrlich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Frosty sagen würde, ein paar Münzen haben wir dabei und wenn es wirklich darum geht, in die Stadt reinzukommen und wir würden es schaffen, könnten wir uns wahrscheinlich eine Handwaffe auf jeden Fall kaufen in der Stadt. Auf dem Schwarzmarkt. Das Problem ist nicht die Waffe, sondern euer Geld. Das heißt, irgendjemand müsste dann mit eurem lateinisch geprägten Geld, beziehungsweise venezianisch oder wo auch immer ihr dann die Münzen her habt, müsstet ihr sowas vom Schwarzmarkt bekommen. Aber an sich ist das, die Waffen sind kein Problem, nur das Geld. Und wenn oder ihr besorgt mir ein bisschen Metall und ich mache euch irgendwas Handgemachtes, so ein kleines Messer oder so. Daraus geht ein Messer im Stiefel, ein Dolch im Stiefel mitzunehmen, das ist ja wohl kein Problem, wenn es so wäre. Und ganz ehrlich, wenn es wirklich so ist und wir sagen, wir sollen uns ein Schwert besorgen, dann schlitze ich irgendeinem in der Nacht die Kehle auf. Ich kann bestimmt so 4 Messer an einem Tag Sagst machen. Sagst du das laut? Was? Dass jemand einen Hals aufschlitzt? Ja. Ja klar. Da habe ich kein Problem mit. Wie sieht das der Vater? Wenn es darum geht... es sind Feinde. Es sind Feinde unserer Aufgabe. Aber es sind Christen. Ja, natürlich. Kinder Gottes. Richtig, jetzt gucke ich ihn an. Papst Innozenz hat euch da den Auftrag gegeben. Genau, und jetzt gucke ich ihn an und grinse und meine, habt ihr die Worte unseres Auftraggebers vergessen? Wir werden die Sünden, die ich begangen habe und die Sünden, die ich begehe, im Namen Gottes verziehen. Ja, dann können wir auch rumhuren. Und ich gucke ihn wirklich ganz böse direkt in die Augen. Ein vorbeigehender Passant. Ja, die Huren findet ihr alle im Norden, aber da solltet ihr nicht hingehen, die haben alle Syphilis. Das macht nichts. Können wir auch völlig die Hosen runterlassen, die Sau raus. Das macht nichts. Ich hab Lepra, ich lass ihn stecken. Was? Ihr habt den Aussatz? Alarm! Naja, aber um ganz ehrlich zu sein, wenn wir in die Stadt kommen sollten, wäre es wohl, ich sag mal, ein bisschen schwierig, eine Waffe zu besorgen, aber wir würden bestimmt welche kriegen. Aber das ist ja nicht unsere Aufgabe, da reinzugehen und die Leute abzumurksen, das ist klar. Es ist die Aufgabe, erstmal zu dem Mönch zu kommen, beziehungsweise zu seinem Haus und da dann die Schriftrollen zu besorgen. Wohl wahr. Jetzt sprecht ihr weise. Ich spreche immer weise, aber das versteht ihr nicht. Dass wir überhaupt eine Waffe benötigen. Genau. Also die Idee, glaube ich, mit den Wandermönchen, die dem Schweige Schwur abgelegt haben, wäre vielleicht wirklich eine Möglichkeit. Wir brauchen nur... Ist auf jeden Fall besser als irgendein Fischerboot, was locker abgeschossen wird. Ja, aber warum? Wenn da täglich Fischerboote ein- und ausfahren, warum sollte jetzt... Die Idee warum sollte man das sonderlich auffallen? Ja, ist ja eh wurscht. Die ist auch nicht schlecht. Nein, die ist nicht schlecht. Die ist auch nicht schlecht. Das war vorhin die Frage. Frosty, diese Namens... neben Petra, dieses Tophahn und so weiter, sind das Ortschaften oder sind das nur Gegenden? Das sind wohl Gegenden oder Hügelnamen. Also im Umkreis von Konstantinopel wird es keine weiteren kleinen Dörfer geben. Das macht keinen Sinn. Die werden sich dann alle in die Stadt verziehen und da kein Dorf ein paar Meter nebenan. Genau, aber ich vermute mal wahrscheinlich, dass doch vielleicht da oben in der Nähe an der Küste vielleicht ein paar Fischer auf jeden Fall wohnen. Also wenn ihr jetzt den Bosporus oder das Goldene Horn nach oben geht, dann findet ihr da auf alle Fälle Fischer. Also ich sag mal, so 10 Kilometer müsstet ihr dann landeinwärts gehen und da wird es dann Fischer geben. Gar kein Problem. Das meine ich. Also die Möglichkeit, da ein Boot zu klauen, ist kein Problem. Das nächste Problem ist, ich kann nicht segeln. Ja, aber du kannst auch rudern. Jetzt mal inoffiziell. Weißt du, was da für Strömungen sind? Da ruderst du nicht. Der Bosporus, das ist ein bisschen heftigeres Gewässer. Außerdem hat er die ganze Zeit... Ja, aber die anderen machen sie auch. Ja, weil die es können. Genau, sind doch alle stark. Also ich kann nicht segeln. Also quid, ganz ehrlich, quid it est et dona ferentis. Timio danaos et dona ferentis. Imprägnierst du uns jetzt mit deiner Fremdsprache? Nun, ich schätze, wenn wir Geschenke mitbringen... Wird man uns nicht so beäugen. Als Wandermönche? Was wird in einer belagerten Stadt benötigt? Sie wird nicht wirklich belagert. So wie ich es verstanden habe, fehlt den gar Leuten nicht viel. Genau. Sie kriegen die ganze Zeit oder relativ oft durch Handelsschiffe Ware. Richtig. Wenn wir also auch Ware bringen, fallen wir doch nicht besonders mehr da auf. Wie definiert ihr denn Ware, der Herr? Ja.
Ich finde den Weg mit dem Fischerboot nicht einmal den schlechtesten. Das ist das, was hier tagtäglich passiert. Schiffe gehen ein und aus, laden ihren Fang ab. Genau, das heißt aber, wir müssen einen Fang machen. Ihr seid nicht hier, und um Menschen wenn zu... Wenn wir es als Ware bezeichnen möchten, brauchen wir mehr als nur einen Fisch. Und soweit ich... Es werden sicherlich noch mehr Fischer hier in der Gegend sein. Heißt das, ihr wollt ihn die Ware haben? Wir werden sicherlich auch einen finden, der... Oh, jetzt verstehe ich, was ihr meint. Ihr seid ja gerissener, als ich dachte. Wie wäre es, wenn wir einen Fischer einfach bestechen? Oder ihm drohen? Er soll dann zum Hafen hinfahren, ganz einfach. Vielleicht reicht auch ein einfaches Überzeugen. Wir müssen ja nicht immer gleich zu Gewalt greifen. Ich sag ja, man eine Goldmünze. Dann hätten wir auf jeden Fall auch das Problem gelöst, wie, dass wir jemanden hätten, der das Boot auch richtig steuern kann. Genau. Seht ihr? Die Kirche zeigt mir immer wieder Wege auf, die mich noch reicher machen werden. Denn bei der Idee mit den Wandermönchen hätten wir ohnehin das Problem, dass wir ja erst an Kutten kommen müssten, die eindeutig als die eines Wandermönchsorden identifizierbar sind. Und ich weiß nicht, ob es die unter den Vertriebenen oder unter den Kreuzrittern geben würde. Ganz einfach, du nimmst einfach ein paar Klamotten von der Wäscheleine, ziehst sie ein paar Mal durch den Dreck durch, schneidest ein Loch in den Sack rein, dann hast du eine Kutte. Das funktioniert beim Lab. Das funktioniert auch hier. Aber ist egal, ja. Die Situation jetzt mit dem Fischer kidnappen, belohnen. Kidnappen ist jetzt schon. Natürlich. Im Endeffekt. Wir werden Kenneth Braun seine Kinder entführen. Wir werden ihm mindestens einen Finger abschneiden. Genau. Wir machen das ganz anders. Wir schmeißen die Frau und die Kinder hinten ins Netz und ziehen sie hinter Boot her. Ihr seid nicht in Chicago. Und wenn will, dass er reinkommt, dann... Genau, dann machen wir... Ja, die Sünden werden ja vergeben. Von daher können wir es ruhig machen. Genau, kein Problem. Hier wird alles vergeben. Herr vom Himmel. Ich denke nicht, dass das mit den Sünden vergeben so gemeint war, dass wir bewusst möglichst viele von ihnen begehen, bevor sie uns vergeben werden. Hey, der Herr hat's gegeben, der hat's genommen. Er muss die Chance greifen, wenn sie sich anbieten. Genau. Eine sehr merkwürdige Art, über solche Dinge zu denken. Sonst würde ich heute nicht mehr leben. Aber egal. Wir können es hinstellen, wie wir wollen. Aber die Idee, die hier unser ehrenwerter Vater an Land gezogen hat, finde ich gar nicht mal so schlecht. Wir müssten einfach nur ein bisschen zum Norden wandern, gucken, dass wir einen Fischer finden, dem bestechen. Ich kann mir vorstellen, dass er für einige Silber oder für 30 Silberlinge vielleicht etwas tut, was er sonst nicht tun würde und uns in die Stadt bringen würde. Wir könnten ihm sagen, wir helfen ihm noch dabei, die Netze an Land zu ziehen, beziehungsweise die Fische aus dem Wasser zu holen. Und er soll dann in den Hafen fahren und dort die Fische verkaufen. Und wir helfen ihm halt dann, die Ware auszuladen. Und während wir das tun, verschwindet einer nach dem anderen und wir treffen uns dann in der zweiten Straße links vom Hafen. Der Norden wird uns wohl nichts nützen. Dort ist eine Sperrkette. Wir müssen, wenn, in den Süden oder in den Osten. Obwohl, nee, stopp mal. Die Sperrkette haben wir beide durchfahren. Wir sind komplett... Moment, muss gerade... Nein. Eine von den zwei Ketten. Ja. Diese habt ihr nicht durchfahren. Diese hier habt ihr durchfahren. Okay, das heißt, die haben wir dann durchfahren. Dann ziehe ich meinen Einwand zurück. Genau, dachte ich mir das. Genau, sonst wären wir ja gar nicht nach Galat gekommen. Also das bezieht sich dann auch auf große Schiffe. Also kleine Fischerboote wird so eine Sperrkette, glaube ich, nicht behindern. Macht jetzt einfach nur, also ihr hattet jetzt die Überlegung, Goldenes Horn hier nach Norden und dann hier an der Stadt vorbei mit dem Fischerboot. Macht wenig Sinn. Es macht eher Sinn, wenn ihr hier vom Bosporus aus kommt und dann hier dann... Genau. Da Richtung, weiß ich, da dieses Topane oder sowas und sowas da oben ein bisschen hoch und dann wieder nach unten segeln. Ja. Genau, die Idee wäre gut, ja. Hat auf jeden Fall meine Hand.